Bevor ihr euch Far Cry 6 kauft, habe ich heute noch ein paar Infos, die ihr unbedingt über das Spiel wissen solltet. Bleibt dafür auf jeden Fall am Start. Liebe Leute, mein Name ist Fragnard. Hier auf dem Kanal dreht sich alles rund um Open-World-Games, wie zum Beispiel Far Cry, Assassin's Creed, The Witcher. Bleibt also sehr gern hier mit dem Abo mit am Start, falls ihr solche Games auch so liebt wie ich. Ich hatte die Chance, Far Cry 6 schon ein bisschen zu spielen, und zwar 7 Stunden im Rahmen eines Previews. Ich habe dazu auch ein 40-minütiges Video gemacht, aber heute nochmal so 7 Punkte, die euch ein bisschen auf den Launch vorbereiten, sagen wir 7 Sachen, die euch reichen könnten, um eine Kaufentscheidung zu treffen, wenn ihr wenig bis nichts über Far Cry wisst. Und ich habe das Ganze natürlich ein bisschen im Far Cry-Style hier dekoriert. Ich hoffe, euch ist das positiv aufgefallen. Jetzt stört nur ein bisschen die grüne Wand. Aber gut, es ist nun mal so. Steigen wir rein ins Video. Far Cry 6. Das Spiel kommt, und das ist Punkt Nummer 1, am 7.10.2021 raus, von Ubisoft gepublished. Das ist der Nachfolger von Far Cry 5 und Far Cry New Dawn und ist so ein bisschen auch eine Mischung aus Far Cry 5 und New Dawn. Dazu später mehr. Es sollte eigentlich bereits vor über 7 Monaten rausgekommen sein. Das ist es aber nicht, und jetzt kommt es dann endlich mal raus. Punkt Nummer 2. Was ist Far Cry, beziehungsweise wovon handelt es überhaupt? Far Cry 6 spielt in einer fiktiven Region, die heißt Yara. Das ist so, ja, so eine Insel, Kollektiv mit ein paar Halbinseln, ähnlich wie Kuba. Und es gab jetzt eine Presseaktion von Ubisoft, auf der ich glaube sogar als einziger Content Creator, YouTuber überhaupt eingeladen war. Sonst waren nur normale Presse da. Und dort haben sie offiziell nochmal gesagt, es ist angelehnt an Kuba. Das war allen klar, aber schön, das nochmal zu hören von Ubisoft selber, wie ich finde. Beherrscht von einem Diktator sind wir Teil eines Rebellenaufstands, eines Guerilla-Aufstandes, und lehnen uns gegen das diktatorische Regime unter Los Pollos Hermanos auf. Worunter auch sonst, oder? Auf Yara, das lehnt sich an Kuba an, ist die Zeit stehen geblieben. Sprich, Oldtimer, alte Waffen, jede Menge Müll, Plantagen und ganz viel, weiß ich nicht, Landwirtschaft und Ausbeutung. Ob das in Kuba so ist, kein Kommentar. In Yara ist es auf jeden Fall so, und das ist ein recht spannendes Setting meiner Meinung nach. Ein relevantes und gesellschaftskritisches Setting. Andererseits aber auch eine Zeitreise, naja, zumindest zu gewissen Teilen. Es ist eine spannende Story, die da erzählt wird, und dazu gleich ein bisschen mehr. Denn Punkt Nummer 3, was macht das Spiel und die Reihe an sich aus? Far Cry 6, was ist das? Das ist mehr von Far Cry 3, Far Cry 4, Far Cry 5, Far Cry New Dawn und Far Cry sonst was. Es ist ein weiteres Far Cry. Man könnte englisch sagen, yet another Far Cry. Es ist nicht unbedingt mehr, aber auch nicht weniger. Wem Far Cry 5, 4 oder 3 Spaß gemacht hat, der ist gut aufgehoben bei Far Cry 6. Es wird euch wieder Spaß machen, denn es ist, und da bin ich ehrlich, das gleiche in grün. Mit einer anderen Story, mit ein paar anderen Features, dazu später mehr. Aber am Ende des Tages ist es dasselbe Spiel. Brauchen wir uns nichts vormachen. Aber ist das schlimm? Meiner Meinung nach nicht. Was ist Far Cry für die, die es nicht kennen? Ein First-Person-Ego-Shooter. Das heißt, ihr seid mittendrin im Geschehen, knallt die Gegner weg und habt richtig jede Menge Spaß dabei. Hoffentlich zumindest, denn es ist sehr arcade-lastig, sehr, was heißt sehr surreal? Ziemlich surreal. Ihr habt abgefahrene Waffen, realistische Waffen. Ihr könnt Waffen selber bauen, naja, Waffen klauen vom Regime eben. Ihr seid ja, wie gesagt, ein Guerilla. Eigentlich geht's ums Schießen, um abgefahrene Stories, die total surreal sind, teils und mit kranken Charakteren versehen sind, die wirklich over the top. Also over the top, das verkörpert Far Cry. Es ist alles so ein bisschen ins Lächerliche schon fast gezogen, lustig, an anderen Stellen dann doch wieder gesellschaftskritisch und ernst. Ich find's cool, muss man mögen. Far Cry hat den besonderen Far Cry Humor, und dass Far Cry den Far Cry Humor hat, spricht für sich, denn naja, eine eigene Art von Humor zu haben, ist schon mal eine Leistung, meiner Meinung nach zumindest. Was macht Far Cry ebenfalls aus? Charismatische Gegner. Wir hatten Pagan Min, wir hatten Vaas, wir hatten den Seed-Onkel, und wir haben jetzt natürlich unseren Los Pollos Hermanos Überboss. Das ist klar an der Stelle. Gustavo Fring ist in Far Cry 6. Er heißt natürlich anders, ja. Das ist klar an der Stelle. Aber er stellt den charismatischen Antagonisten dar. Und das war eine Sache, die in Far Cry immer wichtig war. Der Far Cry Bösewicht. Und auch das ist in diesem Far Cry Teil wieder gelungen. Von Ubisoft-Mitarbeitern ist es teils sogar der Lieblingsantagonist aller Far Cry Spiele, was ich schon eine krasse Ansage finde. Bleibt immer die Restvermutung, dass man es zu Marketingzwecken sagt. Leider. Ob das jetzt stimmt, keine Ahnung. Aber angeblich war es die private Meinung der Ubisoft-Mitarbeiter. Punkt Nummer 3c. Wir gehören zu einer Rebellenbewegung, und das eigentlich immer in Far Cry. Deswegen ist es auch nochmal wichtig zu wissen, was macht Far Cry aus. Wir gehören irgendwie gegen das Establishment, irgendwie immer dazu dieser Bewegung. Und so verhalten wir uns auch. Etwas Guerilla-mäßig, das ist in Far Cry 6 super wichtig. Wir gegen 1000, das ist so das Motto, was hier verkörpert wird, und dafür benutzen wir dann interessante und abgefahrene Tools. Es kommt ganz gut rüber in Far Cry 6.
bin ich early, aber meiner Meinung nach kommt man zu schnell sogar schon in so eine Situation, wo man sehr stark ist. Sehr, sehr zügig nach Spielstart. An der Stelle nochmal der Hinweis, ich habe nur die Preview gespielt zum Zeitpunkt dieses Videos und noch nicht die finale Version spielen dürfen. Punkt Nummer 3D, das Leveling-System. Das war immer wichtig und auch hier ist es wichtig, es gibt den Guerilla-Rang. Aber eine krasse Neuerung gibt es auf jeden Fall, das Skilltree. Der Skilltree ist weg. Das bedeutet nicht mehr neue Talente erarbeiten und aussuchen, sondern entweder über Set-Boni, über Ausrüstungsgegenstände bestimmte Eigenschaften holen und die dann nur exklusiv auf diesem Ausrüstungsgegenstand sind oder im Rahmen der Story etwas bekommen, etwas sich erarbeiten, zum Beispiel den Fallschirm, den Wingsuit, das ist immer mein Liebling und. Eigentlich eine coole Sache. Punkt Nummer 4. Was ist eigentlich mit Multiplayer? Multiplayer ist super wichtig in Far Cry immer gewesen, aber, großes Aber, in Far Cry 6 gibt es nicht mehr den Far Cry 6 Arcade-Modus aus Far Cry 5. Zumindest ist er nicht angekündigt. Und ich fände es irgendwie blöd, den nicht anzukündigen, wenn es einen gäbe, also können wir uns sicher sein, den gibt's nicht. Was gibt's dann? Koop, wie Ubisoft es selbst bewirbt, ja. In einem Video haben die, glaube ich, 100 Mal Koop gesagt, weil dieses Spiel darauf abzielt, dass ihr das mit Freunden spielt. Das macht massiv viel mehr Spaß mit Freunden. Far Cry ist einfach ein Titel, der mit Freunden bockt. Und alleine, ja, auch. Mega. Aber zusammen, holy shit, das macht Spaß. Ihr könnt das gesamte Spiel zusammenspielen, was eine nice Sache ist. Und Koop ist das Herz von Far Cry. Ja, ich meine, ihr stellt euren Mate auf ein Quadbike, knallt dem C4 drauf, lasst den irgendwo reinfahren, lasst das C4 explodieren und idealerweise habt ihr Friendly Fire aus, sodass euer Mate überlebt und ihr dann alle platt macht. Solche Action kann man machen. Ich durfte mit Corypheus in der Preview-Version Koop schon spielen und das hat echt auf jeden Fall gebockt. Punkt Nummer 5. Was ist denn neu in Far Cry Nummer 6? So, Bandidos-Missionen sind neu. Das heißt so Missionen, wo ihr Bandidos wegschickt. Und das ist nicht diese Band, die ihr vielleicht noch kennt, sondern das sind einfach so, ja, halt so einfache Missionen wie in Assassin's Creed 4 Black Flag, wie ihr die Schiffe weggeschickt habt. Ihr schickt jetzt halt ein paar Banditen weg. Danach könnt ihr was looten, müsst so ein paar Entscheidungen treffen. Ist nichts Besonderes, ist mehr so eine schriftliche Story, die ihr lest und durchlebt. So ein bisschen auch wie in Anno mit den Entscheidungen, die ihr trefft, wenn ihr auf Expeditionen wart. Weil ihr ja nicht wirklich auf denen wart, sondern andere drauf waren. Außerdem, was ist neu? Punkt Nummer 2, 5.2. Die Third-Person-Cutscenes. Dritte Person ist zum ersten Mal in Far Cry mit drin in den Cutscenes, aber auch im Lager. Im Lager seid ihr auf jeden Fall auch in der dritten Person. Und das bringt mich zu Punkt Nummer 5.c, der Basis. Ihr habt eine Basis, die ihr aufbauen könnt. Das sind so kleine Basen. Zum Zeitpunkt des Previews hier ist noch nicht bekannt, ob es eine große Basis gibt. Ich habe das vermutet in meinem Riesen-Preview, in meinem 40-Minuten-Preview dazu. Vielleicht gleich nochmal ein bisschen mehr. Aber das ist noch nicht bekannt, ob es eine richtige Basis gibt. Vielleicht wird es so als Überraschungsreveal sein zum Launch. Und dann so, wow, alle, wow, krass, eine Basis, dann kaufe ich mir das. Halte ich für unwahrscheinlich, könnte aber noch sein. Punkt Nummer 5.4, was ist noch neu? Die Supremos, das sind super krasse, super Rucksackwaffen und die sind ganz cool. Es gibt Explosivdinger, Jetpacks, EMP-Granatendinger, die du anhast. Das ist schon ganz abgefahren und irgendwie cool, dass du eine Superwaffe auf dem Rücken hast. Die lädst du auf über Kills und Co. Und mit der Zeit lädst du die natürlich auch auf. Dann nutzt du die. Ist eine geile Sache, ist nicht revolutionär, aber es ist irgendwie cool und neu. Punkt Nummer 6. Was gibt's noch so in Far Cry 6? Mikrotransaktionen und wahrscheinlich nicht nur 6. Ich erwarte Waffen, Booster wie EP-Booster, vielleicht sogar Geldbooster, also Ingame-Booster. Ich erwarte Rüstungssets als Mikrotransaktion. Und wer weiß, was noch? Neue Skins, Haare oder irgendwie sowas. Habe ich jetzt noch nicht gefunden in dem Game, aber ist alles möglich. Bei Ubisoft ist alles möglich. In Assassin's Creed Valhalla habe ich, glaube ich, zum Stand des Videos 400-500 € ausgegeben. Ja, wird es auch geben. Ist es notwendig? Nein, ihr müsst keine Mikrotransaktionen kaufen. Könnt das Spiel auch so durchspielen, das sei auf jeden Fall versichert. Apropos versichert. Nein, ich will euch keine Versicherung verkaufen, zumindest nicht jetzt. Spaß. Gerne nochmal in meinen Far Cry 6 Preview reinschauen. Dort bin ich sehr detailliert auf alles Mögliche eingegangen. Das Ganze geht 40 Minuten, ist aufgeteilt in diverse Kapitel. Die findet ihr auch hier in der Beschreibung des Videos. Hat leider nicht geklappt, dass es auch hier angezeigt wird. Super viel Content, 40 Minuten Fratzengeballer. Für andere reicht das hier, dann reicht das auch. Kommen wir zu den Editionen. Punkt Nummer 7. Welche Editionen gibt es von Far Cry und welche Vor- und Nachteile bieten sie? Erstens, es gibt die Standard-Edition. Was kostet die? Nun, 60-70 €, vielleicht 80, je nach Konsole, die ihr benutzt oder am PC ist es günstiger. An der Stelle empfehle ich gerne immer meinen Sponsor und Partner eneber.com. Dort gibt es zum Beispiel die klassische Edition für 47 €, super günstig auf jeden Fall, für Xbox für 48 €.
Das ist auf jeden Fall mal eine Ansage. Falls ihr auf der PlayStation unterwegs seid, weil es hier ja nur Uplay und Xbox gibt, könnt ihr hier oben PSN-Guthaben suchen und dann zum Beispiel eine 100 € PSN-Guthabenkarte holen. Und zwar einfach hier drauf gehen, auf Plus, Checkout. Hier nochmal den Code FRAGNERD nutzen und so kriegt ihr das Ganze für 95 € statt 100 €. So kriegt ihr nochmal 5 € Guthaben auf jeden Fall geschenkt. So supportet ihr mich und könnt euch das Spiel auch natürlich kaufen. Wie gesagt, Code FRAGNERD für 3% off. Aber abseits dessen gibt es natürlich noch weitere Editionen. Zum Beispiel die Gold-Edition. Da ist das Spiel drin plus Season Pass. Was beinhaltet der Season Pass? Nun, kurz gesagt, 3 DLCs und zwar kostenpflichtige DLCs. Die habe ich auch auf meinem Kanal schon mal vorgestellt. Das ist ein Vaas-DLC, ein Paganmin-DLC und ein Seed-DLC. Das heißt, die Bösewichte der alten Spiele werden nochmal gespielt. Das Ganze ist recht abgefahren, weil es in eine Art Roguelike-Game verpackt wird. Das heißt, ein anderer Spielstil in Far Cry selber. Startet immer wieder neu, ihr sterbt, die and repeat ist das Motto. Und ihr besorgt euch immer wieder neue Waffen. Bringt ihr in ein Safehouse, speichert da ab, dann sterbt ihr wieder, dann habt ihr wieder den Stand von einem Safehouse und so weiter. Klingt spannend, die DLCs kommen jetzt auch sukzessive immer mal nach und nach raus. Dann haben wir noch die Ultimate Edition. Dort ist das Spiel drin, der Season Pass drin und das Ultimate Pack. Was ist das Ultimate Pack? Da gibt es das Krokodiljäger-Paket drin, das Weiß-Paket und das Dschungel-Expeditionspaket. Und da wir jetzt wissen, dass Waffen einzigartig sind und Effekte haben, dass Rüstungen einzigartig sind und Effekte haben, vielleicht teils sogar die Autos, wissen wir, dass das einen Mehrwert bieten kann, einen spielerischen Mehrwert, dieses Ultimate Pack zu haben. Das ist nicht gesichert, könnte aber sein, dass ihr dadurch stärker seid im Spiel. Ich halte es für unwahrscheinlich. Erfahrungsgemäß sind die Ultimate Packs so, dass es einfach nur nice ist, aber dass es dich nicht wirklich weiterbringt in dem Game. Dann gibt es natürlich noch die fetteste Edition und das ist die Collectors Edition. Spiel, Season Pass, Ultimate Pack und natürlich die Collectors Edition an sich. Die ist relativ groß und umfänglich und das große Herzstück ist so ein fetter Flammenwerfer. Und eins möchte ich versprechen an der Stelle, dass ich davon ein Unboxing mache. Nicht unbedingt hier auf meinem Hauptkanal, vielleicht auch auf meinem Zweitkanal Nahtfrag. Ist auch unten verlinkt, falls ihr den nicht kennt. Und da werde ich dann auf jeden Fall ein Unboxing von diesem fetten Flammenwerfer und vielleicht sogar von der Collectors Edition hochladen dürfen. Was ist mit drin? Neben einem Flammenwerfer, der gigantisch ist, natürlich ein Steelbook. Dann haben wir noch einige Aufkleber, so eine kleine Anleitung. Ein Artbook, also ein Kunstbuch, finde ich immer ganz süß. Spiele-Soundtrack, ein Chorizo-Schlüsselanhänger und eine Karte. Finde ich cool, finde ich ganz süß. Klingt nach einer soliden Collectors Edition, bin ich sehr gespannt drauf. All diese Editionen verlinke ich euch hier unten, nicht nur in Neba, auch die anderen Editionen. Wenn ihr mich supporten wollt, gerne über die Links gehen. Da würde ich mich auf jeden Fall riesig über eure Unterstützung freuen. Das waren's auch schon. 7 Infos, die wichtig sind für Far Cry 6. Und wie gesagt, 40 Minuten Fratzengeballer gibt's nochmal in dem Giga-Preview. Das war jetzt wirklich zusammengefasst und komprimiert. Vielleicht mache ich nochmal ein 3-Minuten-Video. I don't know, für den, wen das zu lang hier war. Ich bedanke mich auf jeden Fall für eure Aufmerksamkeit und freue mich schon riesig, euch zum Launch von Far Cry hier auf twitch.tv/fragnard zu sehen. Dort streame ich exklusiv bei Valhalla zum Beispiel. Da gab es zum Launch bei mir Twitch-Drops und es könnte natürlich sein, dass es die auch wieder zum Far Cry 6 Launch geben wird. Das heißt, es lohnt sich sogar. Ihr kriegt Ingame-Items, wenn ihr bei mir Far Cry 6 schaut auf Twitch. Würde mich freuen. Wie gesagt, Fragnard auf Twitch. Das und vieles mehr gibt's dort. Ich bedanke mich nochmal für eure Aufmerksamkeit und sage ciao, euer V. Und natürlich hier gerne nochmal die Glocke. Glocke ist natürlich legendär. Danke fürs Einschalten und tschüss. Liebe Leute, mein Name ist Fragnard und ich wünsche euch den besten Tag aller Zeiten. Liebe Leute, mein Name ist Fragnard. Bis später, euer Peter. Und natürlich gerne die Glocke aktivieren. Aktivieren. Und natürlich gern die Glocke aktivieren, aktivieren. Und natürlich gern die Glocke aktivieren, aktivieren. Und meinen Zweitkanal könnt ihr auch gerne abonnieren.